Padmadhyanasana ist die Lotus-Meditationshaltung. Rafaela zeigt, wie es geht. Falte die Beine in Padmasana, also in den Lotus. Ein Fuß auf einen Oberschenkel, den anderen auf den anderen Oberschenkel. Dann hebe die linke Hand so, dass die Handfläche nach oben zeigt und der linke kleine Finger den Brustkorb berührt. Gib die rechte Hand über die linke. Der rechte kleine Finger berührt den Daumen und der rechte Daumen wird gut ausgestreckt. Halte dabei eine schöne Kuhle in der Hand und dann konzentriere dich nach innen. Padmadhyanasana hilft dir, im Herzchakra dich zu öffnen. Die Stellung hilft auch, wach zu bleiben und mit großer Konzentration meditieren zu können.